Achso, ich muss natürlich jetzt die Waffe. War das nicht hier? Warte mal, nee. Doch, ich glaube, das war sogar. Da. Ja, natürlich. Da brauche ich doch. Oder war das die, wo die. Nee, gut. So, hier müsste die jetzt irgendwo liegen. Irgendwo. Mir ist mal aufgefallen, als ich mir die Videos jetzt nochmal selber angeguckt habe, dass sie die Tastatur ja übelst laut hört. Und jetzt habe ich mich mal umgeguckt und werde mir wahrscheinlich eine neue Tastatur holen. Eine mit extra leisem Anschlag. Euch zuliebe natürlich nur wieder. Normalerweise müsste das Viech hier. Blätter. Normalerweise müsste dieser Schlüssel da gleich rauskommen. Oder wir müssen dem Blatt folgen. Irgendwas war da doch. So dass sich die Sicht ändert. Klar, wir müssen ja. Ja, seht ihr? Jetzt glänzt der Watch. Yay! Okay, ging schneller als gedacht. Hoch mit dir. Oh, in Edward City kommt übrigens auch eine Stelle, die gar nicht so leicht ist. Ich verrate jetzt aber noch nichts. So. Ja, dann können wir wieder zurück. So, ich bin schon bei meinem ersten richtigen Lied dabei, es zu komponieren. Und ich weiß ja nicht, die wenigsten von euch werden den Namen kennen, aber ich habe eine Band, die ich ganz toll finde, und die heißt Tangerine Dream. Das ist eine Band, die schon seit den 70ern elektronische Musik macht und auch heute immer noch dabei ist. Und ja, ich mache halt ein Lied, was so in deren Style ist. Ja, das wird lustig. Und das werde ich natürlich auch sofort hochladen, wenn es denn dann irgendwann fertig ist. Gar nicht so leicht, sowas zu machen. Aber jetzt mit dem neuen Keyword geht's. So. Oh, wir können ja wieder schön Punkte machen, sehe ich gerade. Ah, herrlich. So 60.000 Punkte. Boah. Hammergeil. Wie? Keine Dinosaurier mehr? Alle abgeschlachtet? Scheint so. Schade. Naja, was soll's, man kann ja nicht alles haben. Ich würde mich jetzt freuen, wenn die Flugsäure auch weg wären, aber ich glaube nicht, dass das so ist. Ne, sind noch da. Habe ich hier gesagt. Trotzdem sind sie so langsam. Oh. Kannst du mich bitte mal hier reingehen lassen? Oh nee, ne? Ob das einem wehtun würde? Third MG. Moment, ich habe gerade was gesehen. Kann das sein, dass wir den Suit benutzen müssen? Achso, nee. Ist schon. Gut. Dann ist das alles richtig. Meine Freunde! Wo sind denn die nächsten? Toll. Was ist das denn hier? Repair Tools. You need key. So, the box. Where is the key? Ah, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ja, klar. Bei der Leiche, die wir vorhin da oben gesehen haben.
Mehr Monster! Noch mehr! Scheiße. Yay! Schon wieder knapp 30.000 Punkte. Das ist voll geil. So. Und ich wette, jetzt kommt so das erste Mal, dass ich so hänge. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir mal wieder eine Tür. Mechanics ID Card. Ja. Super. Und der Mechaniker ist wahrscheinlich da oben irgendwo. Zwei Mechaniker sind von Edward City hingekommen. An der Water Reactor when lifelines cut off to us again. All we can do is nothing will happen. Sometimes I feel bla bla bla. Okay. Wir hätten also gar nicht nach Edward City gehen können, weil einer der Mechaniker einen Schlüssel hatte, der gefrozen wurde. So, to go from this facility to city, it's critical that we get the key. We back the key, bla bla bla. Choose diving suit and go down by myself. I hope I didn't become their dinner. Okay, schön. Und da ist ein Panel. Da können wir uns wahrscheinlich den Taucheranzug für 50.000 oder so holen. Wie? Doch kein Suit? Komisch. Hab mich jetzt gewundert. Ich hätte jetzt... Na gut. Oh, ich sollte vielleicht mal speichern. So. Okay, die Scheiße ist, wir müssen ja... Oh. You got the key for the box! Ich wollte gerade sagen, ja, die Scheiße ist, wir müssen jetzt hier irgendwie was finden, ja, Moment. Hier bin ich nicht hergekommen, oder? Nee, bin ich nicht. Doch, bin ich wohl. Nee, bin ich nicht. Nee, bin ich nicht. Hier. Oh. So, ihr werdet jetzt... Oh. Ich wollte sagen, ihr wolltet jetzt leiden, aber... Oh. You will die now. Kann es sein, dass ich nichts treffe? Yay, Mechanics ID Card. Und den Schlüssel für die Toolbox, also wir gehen erst... Okay, Leute, das bringt nichts. Wir gehen natürlich erst nach unten und gucken uns an, was in dieser komischen Toolbox drin ist. Könnte ja was Wichtiges sein. Sowas wie ein Taucheranzug zum Beispiel. Also, auch wenn ich es, denke ich mal, nicht. Das wäre ein bisschen... Obwohl... Ach, keine Ahnung, wir werden es ja gleich sehen. Ich weiß es nicht mehr. Monster? Das gibt Punkte wie Sau. So. Toll, eine Datadisk. Egal, da steht bestimmt was Wichtiges drin. Siehst du da, sag ich doch. 0153. Kann ich mir das merken? Wir werden es sehen, ob ich mir das merken kann. Ich werde es mir nicht aufschreiben. Seht ihr? Ist doch wichtig.
Ah, machen wir auch noch einen Schlüssel. Nee, Quatsch. Oh, was sage ich denn hier? Ein Fahrstuhl und dafür brauchen wir Gott. Okay. Oder ich sage einfach 153. Und davor dann halt noch die 0. Und dann passt das. So, kommen wir jetzt wieder Viecher oder sind die jetzt alle weg? Ne. Alle weg. Egal. Gibt trotzdem Punkte wie Sau. 30.000 Punkte. Das ist echt sehr geil. Wisst ihr, was ich jetzt mal verbrauche? Ein scheiß Large Medipack, weil die sind echt unnötig. Muss ich jetzt, also jedenfalls, wenn man auf Light spielt, so ich. So, 2 Medipack M, 2 Large, also wir sind bestens ausgestattet. Hermostat brauchen wir zum Glück nicht mehr. So. Und bevor ich jetzt da durchgehe, ich selbstverständlich nochmal speichern und mich aufladen und so. Shop. Magazine. Oh, ich weiß, was wir uns gleich kaufen müssen. Wofür es die ganze Kohle gab. So eine komische, ja, Unterwasserwaffe. Da müssen wir ja gleich tauchen. So, Save Complete. Weiter geht's. Auf zum Aufzug und der Code ist 0153. Enter the 4-Digit Security Code. Genau, und da haben wir nämlich jetzt gesagt: 0, 1, 5,